Sätzen was er will. Dieser Spruch von Gandhi, also vielleicht zum ersten Mal zu mir, ich bin nicht Gandhi, ich bin Andreas Körber. Meine Leidenschaft ist Wortkraftschwingung. Gibt es auch eine Internetseite, wortkraftschwingung.de. Und ich war so begeistert gleich von den ersten Worten von Ken, weil er hat so recht. Wir müssen auf niemanden warten, der irgendwas für uns macht. Wir müssen überhaupt nicht warten. Sondern ich kann es gar nicht abwarten, immer selber schon zu machen. Aber bevor ich ein bisschen was erzähle, die Atmosphäre ist hier schon die ganze Zeit so wundervoll und so klasse, improvisiere ich einfach mal ein bisschen mit Wortkraft, Schwingung, mit Musik. Vom Himmel Regen bahnte sich an. Aber dann haben wir dem Himmel Bescheid gesagt, er soll uns trocken hier heute Abend davon kommen lassen. Und die Wolken sollten weiterziehen dahin, wo Wasser gebraucht wird. Und nun stehen wir hier gemeinsam, jeder mit sich selbst im Dialog. Die Worte von Ken Jebsen schwingen vielleicht bei dem anderen noch nach. Seid selbst die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Denn dann wird es richtig, richtig gut. Das tut gut und braucht auch Mut. Sei du selbst mit der ganzen Kraft, die dir gegeben ist, und frei, deinen Banker zu sprechen, deinen Chef anzuraunzen. Werd auch mal richtig sauer, denn wer gibt schon gerne sein Geld einem Finanzamt, das damit Waffen produziert und Kriege im Nachbarland initiiert? Also ich mach's nicht gerne, darum zahle ich auch keine Steuern. Beziehungsweise, ich zahle gerne dann Steuern, wenn die von mir eine Steuererklärung haben wollen und mir selber parallel dazu auch eine Steuererklärung geben. Nämlich, was sie mit den Steuergeldern machen. Kann man ja, ist ja legitim. Ist ja eine Firma, mit denen haben wir zwar keinen Vertrag, aber wir sind irgendwie scheinbar ständig gebunden durch eine Exekutive und dieses ganze System und so weiter. Aber das macht ja nichts. Wir fangen einfach an, und zwar nicht wir im Sinne von, lass uns doch zusammenrotten. Und dann gehen wir gemeinsam zur Bank und dann sagen wir dir mal, wo der Hase im Pfeffer begraben liegt. Nee, der Hase im Pfeffer begraben liegt immer nur hier. Im eigenen Herzen, im eigenen Sein, im eigenen Tun, was man ist. Und deswegen singe ich jetzt mal einen nicht improvisierten Song. Der heißt Feel Free to Say I Am That I Am.
ist ein deutscher Song. Also der Refrain ist englisch, ist klar, aber es ist ein deutscher Song. Viel Freude, ich hab's auch dabei. Genau.
Genau.